Mal an. Also ich habe jetzt meine auf Folien auf Englisch gelassen, ja. Ich gebe zu, ich hab die angefangen zu übersetzen und habe gemerkt, dass ich meistens immer nur so Sachen mache wie Extensions in Extension umwandeln und Scalability in Skalierbarkeit. Dann habe ich mir gesagt, komm, die meisten Leute können hier eh Englisch und ja, deswegen habe ich es jetzt mal im Englisch gelassen. Also so kurz so auf Zusammenwasch, was ich heute so bespreche hier, ist einmal die Ziele von VirtualMart. Dann, warum objektorientiertes Programmieren und Model View Control System so wichtig ist für eine hochqualitative Software, wie auch der Karl schon vorher gesagt hat, was für E-Commerce ja sehr wichtig ist. Dann das Sicherheitskonzept, was wir haben oder ein Teil davon. Dann erkläre ich unser Plugin-System so etwas, weil das schon etwas Spezielles ist. Und zwar, ja, komme ich noch dann. Dann erzähle ich über unsere neuen Konzepte. Das Template-System, was wir jetzt benutzen und ja, eben wie so einige Dinge neu funktionieren, dass man früher wurde ein Card als Objekt betrachtet, der Checkout als ein Objekt betrachtet und ich sehe, ja, dass wir dann solche Sachen einfach die Betrachtungsweise darauf geändert haben und wie sich dadurch die Dinge ändern und danach halt, wie es so weitergehen soll. So, kurz mal zu mir. Also eigentlich habe ich überhaupt nichts mit E-Commerce am Hut gehabt ursprünglich. Ich habe eigentlich Diplom gemacht in Maschinenbau, Konstruktionstechnik. Da habe ich halt gelernt, sehr genau zu arbeiten und dass Fehler Leben kosten können oder sehr viel Geld kosten können. Ich glaube, das tat mir ganz gut. Da wurde schon immer sehr strikt drauf geachtet. Ja, ich habe dann 2008 angefangen für VirtualMart zu entwickeln und eigentlich war mein Plan einfach nur ein Multivendor-System für meinen Freund zu schreiben, damit der mehr Waren verkaufen kann. Das war mein ursprüngliches System. Ich musste für ein Schraubenprogramm, was ich geschrieben habe, einfach warten auf die Tester. Ich hatte Zeit. Ich habe mir gesagt, ich kann jetzt nicht 2 Monate rumhocken, fange ich mal mit was an. Also ich bin da eigentlich so ein bisschen so reingefallen. Ja? Das war kein Plan. Ich werde jetzt VirtualMart Projektleader. Nee, gar nichts. Ich wollte einfach nur meinen Store schreiben. So. Und durch einige Sachen hin und her, so kein Leader da und so, bin ich dann mit Rick Glund und Roland Dalmulder, also Rick Glund ist ein Amerikaner, Roland ist hat CSVI geschrieben, ist ein Holländer. Wir sind eine Dreier-Leader-Gruppe dann geworden und so bin ich dann dazu gekommen. So, eine kurze Geschichte über VirtualMart, was es ist. Der Thomas hat es schon ein bisschen anerwähnt. Also eigentlich war das früher der PHP-Shop. Und es ist auch so, dass fast alle Shop-Systeme, ich glaube bis auf Tienda, auf diesem PHP-Shop beruhen. Und das wurde dann eben auch gebridged nach Mambo. Dann wurde es dann, und dann, als diese Geschichte war, dass Mambo Joomla wurde, da hat dann der Sören gesagt, so, jetzt mache ich mal eine Bridge mit einem richtigen Namen und so weiter. Und das hat er dann VirtualMart genannt. Und aus seiner Perspektive war das der virtuelle Markt. Sehr witziges Sprachspiel dahinter. Virtue heißt auf Englisch auch tugendhaft. Das heißt sozusagen, so ähnlich wie bei den Beatles, ja, die heißen ja, das kommt ja von Käfer und von Kampf, von Beetle und Battle. Und so ist es hier auch. Wir haben mit dem VirtualMart eigentlich ein nettes Sprachspiel, das heißt eben der tugendhafte virtuelle Markt. So. Und wirklich verrückt ist, wir haben jetzt erst vor 2-3 Monaten die Daten bekommen, mal so von den Statistikern. Das haben wir niemals gedacht, aber wir sind unter den. Also den Seiten, die unter 1 Million im Ranglist sind, weltweit, ja, also die meisten Seiten sind unter 1 Million, unter denen sind wir das meistverbreiteste E-Commerce-System mit installierten 165.000 Shops gesichert. Das ist nicht geschätzt, das sind gesichert. Da kommt dann noch die schwarze Summe, die man nicht kennt, noch dazu. Ja. So, und das ist es eigentlich so, das VirtualMart, ne? Ich rede hier dauernd über was und einige wissen es vielleicht nicht. Dann machen wir mal eine kurze Frage. Wer weiß denn alles VirtualMart? Wer kennt es denn schon, damit ich weiß, ob ich mehr auf die Unterschiede eingehe zwischen VirtualMart 1 und 2 oder auch ein bisschen, okay, völlig gemixtes Audience, okay, gut. Ja, also VirtualMart ist Open Source und unser Programm ist auch free, also nicht wie Free Beer, sondern das soll freiheitlich sein. Das ist auch für uns eigentlich ein Team, bei allen irgendwo drin, diese Ideologie, dass wir eine freie Software haben wollen. Und es gibt eben schon mehr als 600 Extensions für VirtualMart 1.
Und die ganze Community ist international. Für mich war es auch heute relativ schwer, so früh aufzustehen, weil die meisten Leute in unserem Team sind in den USA, sie sind in Thailand. In Thailand gibt es zum Beispiel, in Indonesien gibt es die größte Virtual Mat Community, die sind in Vietnam. Wir haben Russen, wir haben echt alles. Wir haben also wir haben Spanier, wir haben Holländer, wir haben also wirklich von der ganzen Welt Leute, die bei uns mitarbeiten. Und was auch sehr interessant ist, ist bereits jetzt wird es oft immer für diesen kleinen Oma-Laden benutzt. Da will also es gab wirklich eine Anfrage bei mir, da wollte eine 60-jährige Frau Kuchen verkaufen. Übers Netz. Aber es gibt aber auch die größten Laden, also zum Beispiel IKEA Saudi-Arabien, Kuwait, ist gemacht mit Virtual Mat 1. Und hier ich glaube, der Tagesspiegel oder Tagesmagazin oder irgendeines von diesen Zeitungen hier in Deutschland benutzt auch für ihren Shop Virtual Mat 1. So, und dann haben wir uns jetzt mal die Frage, was ist denn, das ist ja witzig, weil ihr jetzt merken werdet, wie sich das jetzt ein bisschen wiederholt, was ich gerade eben schon gehört habe, was ist denn die Essenz? Ja, was ist die Essenz für uns von E-Commerce? Was glauben wir als Team, was die Essenz ist? Ja, das könnt ihr euch eigentlich schon erst denken, ja, das ist die Flexibilität. Weil das ist wirklich das, die Leute kommen alle mit einer anderen Idee. Und wenn sie erst merken, was man alles machen kann, dann kriegen sie noch viel mehr Ideen. Also das hat immer kein Ende. Und der Virtual Mat 1 krankt eben daran, dass es so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Sie kann irgendwie alles und nichts. Und das ist dann alles wie schon, also das ist ein super Ausdruck. Ist eine Holzhütte, PHP-Shop und darauf haben wir ein Hochhaus gesetzt. Virtual Mat 2 ist einfach die Idee, diese Holzhütte mal durch ein richtig anständiges Fundament mit 5-Etagen-Keller, ja, auszutauschen. Mit Parkhaus unten drin und alles anständig. So. Und das zweite ist, damit man die Flexibilität überhaupt nutzen kann, ist die Geschwindigkeit. Das nächste Problem, super flexibel, ja, aber Arschlamm, ja. Nützt ja auch nichts. Also deswegen sind es die zwei Sachen, auf die wir immer Wert legen. Alles soll austauschbar sein, alles soll customizable sein, alles soll natürlichen, bekannten Programmierpattern folgen, Schnittmustern, Entwurfsmustern, sodass ein neuer Programmierer sich sehr schnell einarbeiten kann. Und damit man das auch alles dann von das hat, Geschwindigkeit. Und wenn wir das eben zusammen kombinieren, dann wird das ganze Ding mächtig. Wenn wir nur Flexibilität haben und es ist langsam, nützt nichts. Nur so ein Ding. Also wenn die Seitenaufruf mehr als 1,3 Sekunden dauert, dann verlassen die Leute die Seite. Dann suchen sie eine andere. Das ist statistisch erwiesen. Also mehr als 1,3, also ne, könnt ihr euch gleich mal aufschreiben, 1,3 Sekunden sollte drunter bleiben. Ja, so, und jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit der Flexibilität? Ja? Es gibt da verschiedene Antworten. Also die einen machen die Antworten, dass sie super viele Features machen. Ja? Und also einen echten Haufen an Features und die werden dann meistens immer nicht genutzt. Als alte bekannte Ding, die Leute starten Word und nutzen eigentlich immer das wie eine Schreibmaschine und der ganze Rest ist überflüssig. Weiter ist, es gibt dann immer noch die Geschichte, dass die Leute, die kamen dann immer an und haben gesagt, ja, aber dann mach doch noch einen Knopf dafür und dann mach doch noch einen Knopf dafür und dann mach doch noch einen Knopf dafür. Ich habe gesagt, ja, da habe ich ganz viele Knöpfe. Und wenn ich dir sage, und dann fragst du mich wieder, welchen Knopf ich drücken soll. Also ich mache entweder einen mächtigen Knopf, dann musst du wissen, was du tust, oder ich mache ganz, ganz viele, viele Knöpfe, aber du musst auch wieder wissen, was du tust. Man kommt also nicht drum rum, dass man immer das Problem hat, je weniger man jemanden bietet, da sagt er immer, ich kann das und das nicht machen. Und je mehr man ihm das gibt, desto mehr sagt er, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist alles so viel. Ja? Und deswegen, das gibt es dann auch noch die Geschichte, dass man für alles immer Tools hat, die man noch extra runterlädt und installiert und da und da. Und dann hat man dann immer zigtausende von Tools. Ja? Und dann weiß man auch immer nicht, wie man damit umgehen soll. Und deswegen brauchen wir ja aus unserer Perspektive erstmal nichts davon. Ja? Wir wollen einen reinen, schlanken Core abliefern, der eben leicht mit dem Feature erweitert werden kann, was der gerade braucht. Und was man auch das Administrationssystem leicht um 2, 3 Punkte erweitern kann für den Shop, was er gerade braucht. Ja? Ich kenne einen Shop, der verkauft Bilder, verkauft 10.000 Bilder, der braucht natürlich Bilder-Administrationstools und andere Shops interessieren sich für die Bilder überhaupt nicht. Die sind immer das gleiche Bild, verkaufen immer. Ja? So. Und wie erreichen wir das hauptsächlich? Und das ist bei uns, haben wir uns gesagt, das ist der Freiheitsgedanke. Es soll immer freiheitlich sein. Also unsere Ideologie ist immer die, dass der 16-Jährige, der sagt, ich baue mal für dich einen Shop, Papa oder Mama oder so,
Das soll der immer machen können ohne Geld. Das soll der immer machen können mit, ich lerne das. Und es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, ich will es kaufen. Gut, die müssen wir auch bedienen, aber andersrum geht es ja nicht. Ja? Also, so. Und dafür ist halt auch eben wichtig, dass es geringe Ressourcen verbraucht. Also ein Shop-System, was immer gleich einen ganzen eigenen Rechner braucht mit 4 Cores und weiß ich was und 32 GB RAM, ist ja keine Freiheit. Da muss ich ja immer gleich einen Rechner für 100 Euro im Monat im Netz kaufen, damit mein Shop läuft. Also unser Ziel ist, das soll mit einem 5 Euro Webspace laufen unter den 1,3 Sekunden. Ja. Das ist unser Ziel. Also ob wir es immer ganz schaffen, ist natürlich die Frage. Dann soll es stark skalierbar sein. Ja. Es gibt Leute, die wollen einen Shop, ein Produkt verkaufen. Auf das konzentrieren sie sich, da machen sie alles außenrum. Und es gibt andere, die wollen eigentlich von einem Großdistributor die CSV-Datei haben und jeden Tag neue Preise anbieten können. Computerverkäufer, die haben beim Speicher zum Beispiel tagesaktuelle Preise. Dann muss es modular sein. Es fehlt irgendwas, ich kaufe es mir für 20, für 50 Euro oder für 100 Euro dazu, installiere das ganz schön über Joomla, fertig, läuft. Ja. Dann soll es flexibel sein. Und das Flexible und das Editable, das hört so ein bisschen zusammen, ich habe das heute noch dazugefügt. Es geht darum, dass die Flexibilität oft eben auch nur dann erreicht werden kann, wenn die Leute Hand an den Code legen. Und wenn man jetzt ein Code-Pattern benutzt, was keiner kennt, dann müssen die Leute sich immer erst einarbeiten. Und das ist natürlich wichtig sozusagen, dass man bekannte Entwurfsmuster benutzt, wie eben MVC oder OOP, objektorientiertes Programmieren, dass eben ein Entwickler, der damit gar nichts zu tun hat, der gerade von der Uni kommt, der schaut sich das an und kann sich innerhalb zum Beispiel von Virtual Mart, haben wir jetzt schon festgestellt, neue Entwickler, die finden sich innerhalb von 2-3 Tagen zurecht. Die wissen dann zwar nicht alles, natürlich nicht, geht nicht, aber die können sich innerhalb von kurzer Zeit in ihrem Bereich einarbeiten. Und das ist eben das, was viele immer ein bisschen nicht wissen. Die denken immer, ach, ist doch Open Source, ist doch alles editierbar. Ja, es gibt aber eine Bewegung Open Source, die sagt, ich schreibe die Sachen so, dass nur ich sie verstehe. Dann müssen die Leute zu mir kommen, wenn sie was ändert haben wollen, und können nicht zu jemand anderem gehen. Das ist eine Methode, sozusagen Copyright zu betreiben. Da komme ich auch noch später zu, das ist ein bisschen problematisch mit Joomla. Das haben ja vielleicht einige verfolgt. Wir haben sehr viel Zeit durch Joomla 1.7 verloren, und zwar deswegen, weil die einfach Sachen umdrehen. Also normalerweise ist die Regel 0 ist false und 1 ist ja. Und die haben jetzt zum Beispiel bei den Modulen alles einfach umgetauscht. Da ist jetzt Access auf 0 ist ja, alle dürfen zugreifen. 1 ist nein, sie dürfen nicht zugreifen. Warum, weiß ich nicht. Aber das sind Sachen, die verwirren natürlich sehr und verlangsamen den ganzen Entwicklungsprozess. So. Und jetzt ist die Sache mit dem MVC, was heißt es, also dieses Model View Control? Dieses Model View Control ist eigentlich, da geht es hauptsächlich darum, dass man ein bisschen seinen Kopf aufräumt und vor allen Dingen, dass jemand anderes mitarbeiten kann. Dass eben einer das sogenannte Model baut, wie bekommen wir die Daten und so weiter. Und ein ganz anderer, der hat keine Ahnung von SQL und diesen ganzen Sachen. Der macht aber das Template, das View, und das kann der dann machen. Und wenn ich das Model mache und wer den View macht, können wir parallel dran arbeiten und wir treten uns nicht gegenseitig auf die Füße. Und das ist das Wichtige. Früher bei VirtualMod 1, da ist man sich eigentlich sofort auf die Füße getreten, weil das war alles flussorientiert. Wenn oben einer was geändert hat, hat es unten auch alles verändert. Und wenn unten einer was geändert hat, dann ging das oben wieder nicht. Und das soll eben mit diesem Model-View-Kontrollsystem und mit dem objektorientierten Denken eigentlich so weit wie möglich, das geht, das ist natürlich schwer, vermieden werden. So. Und man hat halt auch diese Sache, dass man Code nicht mehrmals schreibt, sondern immer den gleichen Code wieder aufruft. Man macht aber nicht ein reines Code-Reusing auf flow-orientierter Weise, weil wenn man das flow-orientiert macht, dann ist es so, dann ändert man wirklich hier was und dann schwebt hier alles wieder. Sondern es sind immer abgekapselte Objekte, die immer für sich schön arbeiten. Und dadurch kriegen wir mehr Ressourcen. In VirtualMart oft, wenn ich da was ändern, also in 1, wenn ich was ändern wollte, musste ich es an 5 Stellen ändern. Heutzutage ist es an einer Stelle und es ist dann geändert, und zwar überall, weil immer überall die gleiche Funktion aufgerufen wird. Und das erhöht natürlich die Zeit, verringert natürlich die Entwicklerzeit, dadurch werden wir immer schneller.
Also es ist ein bisschen verrückt, wenn man sich das mal anguckt. Virtual 2 haben 20 Leute mitgeschrieben. Wir waren meistens 3 bis 4 Leute parallel am Arbeiten. Und unsere Herausforderungen sind Leute wie Magento, eine Firma mit 50 Mann. Wie machen wir das? Dass wir sozusagen entwicklungsmäßig jetzt versuchen, die sogar noch aufzuholen. Nicht so ganz einfach. Und das versuchen wir eben, indem wir einen anständigen Core liefern. Und das eben, je modularer und je mehr man Model-View-Kontrollsystem benutzt und objektorientiertes Programmieren benutzt, diese klaren, bekannten Pattern benutzt, desto einfacher ist es eben auch für andere Leute, Extensions und Module zu schreiben. Und dadurch können wir überhaupt genug Features anbieten, dass es für Shop-Betreiber interessant wird. Ja, so ein Rest ist ja eigentlich schon klar. Ich will nicht immer alles vorlesen, was schon da ist, das sieht man ja. Und jetzt so ein paar Security-Konzepte, die wir so gemacht haben. Also früher wurde VirtualMart, das war eigentlich eine Bridge. Das war eigentlich eine Bridge für Joomla, so ähnlich wie MageBridge, eigentlich. Und jetzt haben wir das sozusagen richtig eingebaut. Das heißt, wir nutzen die Joomla-Methoden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und dann sagen wir uns, wir brauchen dieses Rad ja nicht dauernd neu zu erfinden. Außer beim Joomla, da gibt es 2 Millionen Seiten, da gibt es genug Leute, die drauf gucken, ob das sicher ist. Wäre ja doof, wenn wir unser eigenes Ding machen. Hat ja auch der Thomas erzählt, hochqualitative Software benutzt die Sicherheitsfunktionen von Joomla selbst und macht nicht seinen eigenen Kram. So. Das sind so kleine Dinger wie mit diesen, dass der Konstruktor sich selber seine ID setzt und sie nicht sich übergeben lässt und so weiter. Das sind so kleine Kniffe, wir versuchen schon auf unterster Ebene dafür zu sorgen, dass die Leute einfach auszusperren, dass sie sozusagen da nichts falsch machen können. Dieses ganze Cross-Site-Scripting, SQL-Injection, diese ganzen Thematiken, die behandeln wir dort. Es gibt auch keine Globals, es gibt so ein paar, aber die sind sozusagen unwichtig, die sind harmlos, da kann man nichts kaputt machen. Das ist sowieso ein Konzept mit den Globalen, das ist ja im PHP jetzt eigentlich weg. Also das ist etwas, das war vor 2 Jahren noch sehr wichtig. Momentan ist es so, naja. Und dann ist auch sehr wichtig, dass die Security immer über den Server geregelt wird. Das darf man nicht über Ajax oder so machen. Das hört sich zwar einfach an, das schreibt man auch schön, aber das kann man eben schön reinlegen. Man muss natürlich erwarten, der Hacker, der hat keinen Browser. Der hat einen Curl aufgerufen, der schreibt seinen Header selber, der schreibt seinen ganzen kompletten Aufruf alles selbst. Der macht es nicht mit dem Browser. Und deswegen muss man da natürlich schon darauf achten, man muss also davon ausgehen, dass der Browser, also der Kunde ist kompromittiert. Das muss gar nicht der Kunde selbst sein, das kann ein Trojaner auch beim Kunden drauf sein. Man muss immer davon ausgehen, der da was macht, bei mir, dem traue ich nicht. Und alles, was ich sozusagen wirklich sicherheitsrelevant mache, muss ich immer nochmal auf dem Server extra abprüfen. So, neue Konzepte. Auch sehr wichtig ist, die Leute fragen immer nach Multivendor. Und fragen sich immer, warum habt ihr das wieder deaktiviert? Ja, wir haben halt das ganze System umgeschrieben. Das ganze System ist jetzt immer verkäuferbasiert. Also es gibt jetzt keinen Shop mehr, sondern eigentlich gibt es nur einen Verkäufer. Und der bietet Sachen an. Und es gibt halt einen Hauptverkäufer. Und der Hauptverkäufer ist sozusagen, wenn man einen einzelnen Shop betreibt, gibt es halt nur einen Verkäufer. Und da wir das so geschrieben haben, kann man das jetzt überhaupt erst anständig erweitern, dass man sowas schreiben kann wie Davanda. Kennt ihr Davanda? Also Multivendor-System, so, oder dass man sowas wie eBay macht. eBay wäre eigentlich ein Multivendor, einfach nur mit einem Auktionierungsmodul dazu. Dann haben wir einen Calculator. Wenn die Leute VirtualMart 1 kennen, kennen sie ja das Problem, dass man eine andere Rechnung sieht, als bei PayPal eingereicht wird. Und derlei Späße, Rundungsprobleme gibt es auch immer wieder, die Diskussionen. Und die Leute verstehen immer, sagen, das ist doch Mathematik. Sage ich, nein, Rundung ist nicht Mathematik. Damit hast du die Mathematik verlassen. Du machst jetzt Physik, du bist im realen Raum. Und das verstehen viele nicht, aber gut. und deswegen haben wir ein Calculator-Objekt. Das ist eine Datei. Und alles wird über diesen Calculator jetzt berechnet, mit Regeln. Und das macht das alles schon mal sehr viel sicherer. Das ist echt sehr interessant. Also wir haben eigentlich Kalkulationsfehler, haben wir eigentlich nicht. Wir haben meistens immer sowas, dass man sagt, das verstehe ich jetzt nicht, weil dann steht da kein Minuszeichen oder so. Also es ist wieder auch so eine Diskussion, tue ich die Rechnung immer nur in Beträgen ausweisen oder ist der Discount Minus? Was ist ein negative, wie heißt es? Was heißt ein Discount auf Deutsch? Das macht ja nicht.
Rabatt. Was ist ein negativer, auch kein deutsches Wort, aber egal. Was ist ein negativer Rabatt? Ist der jetzt wieder plus oder nicht? Negative Rabatte. Da gibt es also die großen Diskussionen immer, ja. Ja, soll das jetzt auf der Rechnung negativ oder nicht sein, weil der andere sagt, ein Rabatt ist doch schon negativ, das ist ja nie Minus, Minus ist ja schon wieder Plus. Ja, das gibt's also, ja, da gibt es immer Diskussionen. Aber das ist sozusagen ganz angenehm, mit diesem, auch mit dem Rulesystem, mit dem Regelnsystem. Jetzt kann man eben mal, also es gab bei Virtual Mat 1 wirklich Leute, die haben, die sind durch den Virtual Mat 1 gegangen und wenn einer gesagt hat, so, wir machen jetzt, Sommer ist vorbei, wir machen jetzt Sommerschlussverkauf, dann sind die durch die einzelnen Produkte durch und haben die Produkte angeklickt. So, bei 100 Produkten macht man das noch. Bei 1000 Produkten sagt man, okay, ich brauche jemanden, der mir eine SQL-Zeile schreibt, der das automatisch macht. Und beim Virtual Mat 2 läuft das einfach mit einer Regel. Und die Regel kann ich sogar noch vorher einrichten, damit ich es nicht vergesse. Also mit Datum, zeitabhängig. So ab dem und dem Datum alle Produkte aus der Sommerkleidungsding 30% günstiger machen. Dann haben wir ein Plugin-System. Das Plugin-System funktioniert genau so wie das Joomla-Plugin-System. Denkt man, jetzt was ist ein letzter Trick dran? Naja, fast genauso. Man kann es erweitern. Und es ist so, dass eben man kann pro Vendor eine eigene Konfiguration abspeichern. Und das ist eben für dieses Multivendor-System gedacht. Multivendor ist auch für den normalen Shop-Betreiber, der einfach nur will, dass drei Angestellte auf seinen Shop verwalten und danach wissen will, wenn einer einen Fehler gemacht hat, wer war's. Also Multivendor ist nicht unbedingt immer gleich was Kompliziertes. Das kann auch was ganz Einfaches sein. Dann haben wir das Template-System. Virtual Mat 1, eigenes Template-System, grausam. Ja. Da werden immer 10 Dateien geladen, um eine Seite zu bauen und so. Und man weiß immer nicht, wo die sind. Und die sind immer woanders und so. Und das ist alles ganz eigenes System, dieses Ding. Man kommt raus aus der Uni, sagt, was ist denn das? Ja, bei Joomla ist es so, man kommt raus aus der Uni und sagt, die haben sich an die Vorschrift gehalten. Ja. Und das haben wir natürlich jetzt auch gemacht. Man kann jetzt einfach ganz normal Joomla 1.5 oder Joomla 1.6, Joomla 1.7, Templates installieren und die laufen sozusagen erstmal meistens immer gleich von Anfang an, ohne große Anpassung. Dann haben wir jetzt ein Media Handling eingeführt, das ist eine Datei, die lässt sich dann erweitern und das ist die Idee, dass man eben Videos verkauft, Video on Demand, PDFs, Bücher und eben nicht nur und auch Bilder verkauft und nicht nur anzeigen lässt. So, und dann haben wir noch einen JavaScript Loader, der macht das Ganze schön schnell. Der tut nämlich immer alles nur einmal laden und für uns ist JavaScript immer schön handeln. Jetzt sind wir wieder nochmal bei dem Media-Händler. Also wir haben das ein bisschen verrückt gebaut. Es gibt erstmal eine Media-Klasse und die wird dann erweitert mit dem Medium, was man gerade braucht. Und das kann dann auch jeder sozusagen für sich ersetzen. Und um eine dieser Freiheiten zu zeigen, die man so braucht, wir haben konfigurierbare Pfade für die Media-Klassen, für die Mediadaten, weil das oft immer Diskussion ist. Die einen, die wollen die lieber immer ganz offen haben und so und die sagen, ja, kann doch jeder runterladen, das Bild von meinem Produkt, das passt mir doch nur gut. Und der andere sagt, nein, das muss in einem anderen Verzeichnis sein, das darf gar nicht erreichbar sein von außen, das darf nur da und so gezeigt werden und sonst nicht. Ja? Und deswegen haben wir das alles schön konfigurierbar gemacht und dann haben wir noch eine neue, ganz besondere Neuheit, die ist ziemlich verrückt. Wir haben echte Kinderprodukte. Sagt man sich, wieso gab es doch auch schon bei Virtual Mat 1 Kinderprodukte? Ja, wir haben jetzt die Kinderprodukte so, wie sie objektorientiert gemacht sind. Das heißt, man kann ein Produkt erschaffen, ein Elternprodukt, das kann man nicht publishen und kann von dort immer Produkte ableiten. Und dadurch hat man immer seine Produktformat. Also wenn man Bücher verkauft, hat man immer eine ISBN-Nummer und man hat immer eine EAN und man hat immer eine Beschreibung des Autors und man hat immer diese Sachen. Und das kann man sozusagen einmal festmachen und hat dann sozusagen ein Pattern, von dem man aus starten kann. Und das Schöne ist, wenn man das Hauptprodukt ändert, dann ändert sich das unten automatisch gleich mit. Das bleibt relativ. Man kann auch einen Klon machen, dann bleibt es nicht mehr relativ. Ja, dann tut es sein eigenes Ding machen. Und dann haben wir ein Currency Object. Ist auch nett. Ist Virtual Mat 1 Multicurrency fähig? Würde ich mal gerne wissen, ob das Publikum das glaubt oder nicht. Es ist nicht. Also man kann sich verschiedene Currencies anzeigen lassen, man hat das Gefühl dafür, aber die werden immer gleich formatiert, die Currencies. Die werden immer gleich formatiert. Und woran hängt das Format an der Currency ab? Von der Currency selbst. Also die einen sagen, Zahl Euro, die anderen sagen Euro Zahl, die anderen machen Minus Euro Zahl, die anderen machen Minus Zahl Euro. Das geht auch nur beim Eurograd. Warum? Weil wir den Euro in verschiedenen Sprachen benutzen. Deswegen gibt es beim Euro verschiedene Formate. Aber ansonsten ist es bei allen
wirklich definiert. Man kann nachlesen, wie wird der Pfund formatiert? Wie wird der Dollar formatiert? Wie wird das und das formatiert? Und das haben wir jetzt alles über ein Objekt geregelt. Und das Schöne, das macht nicht nur die Formatierung, sondern gleich noch die Umrechnung. Und das ist halt die Idee, wie man so Objekte benutzt. Jetzt machen wir mal hier eine Demo. Das ist die Beta 2, nee, das ist der Release-Kandidat 2 Version F. Das kam daher, wir haben einen Release-Kandidat rausgelassen, ging ich auf Chain Beyond, habe Noku gesehen, habe gesagt, gut, Noku müssen wir kompatibel bleiben. Dann haben wir alles umgemodelt, dass es mit Noku funktioniert, haben gesagt, so, jetzt Release-Kandidat 2. Dann haben wir den rausgelassen, in dem Moment kommt Joomla 1.7. Und die haben natürlich viel, viel, viel mehr geändert, als sie natürlich vorher behauptet haben. Und dann plötzlich sind wir in tausende kleine Probleme reingestolpert, die wir vorher nicht hatten. Zum Beispiel müssen wir 3 Motools-Versionen unterstützen. Konsequenz ist, überhaupt kein Motools mehr. Wir machen jetzt alles auf jQuery. Und jetzt mal eben sozusagen das Motools innerhalb von 4 Wochen komplett auf jQuery umwalzen, das war schon eine ganz schöne Kraftakt. Aber ich habe da so einen Freak, der hat es geschafft, sage ich mal, ja. Auch sehr interessant, habe ich den mal gefragt, meinen besten Programmierer, was hast du eigentlich studiert, Patrick? Ich habe nicht studiert, ich bin Automechaniker. Krass. Und der hat das geschrieben, was wir jetzt gerade angucken. Also das ist jetzt so der neue Image-Händler. Man kann hier seine Säge antatschen, kann sie hier gleich verändern. Hat man hier auch so fürs Metatags, das SEO-Zeug und so. Kann ja auch gleich sagen, hat einer meiner das Word schon mal 2 ausprobiert? Die letzte Version, die Woche? Also da gibt es immer das Problem, dass die Leute dann einmal das hochladen und sagen, das Thumb ist nicht da. Und dann versuchen sie, um den Thumb zu erstellen. Und das Blöde ist, wir haben es eigentlich viel lustiger gedacht. Wir haben uns gesagt, wir erstellen den Thumb immer dann, wenn er gebraucht wird. Das verwirrt die Leute. Deswegen werden wir den Thumb halt immer erstellen. Und wenn einer seinen eigenen Thumb einrichten will, dann werden wir einfach den alten Thumb löschen. Muss man halt so machen. Und dann gibt es halt so Kleinigkeiten, so kleine Sachen, die es nett machen. Dass man zum Beispiel hier sieht, was kann mein Server überhaupt? Woraus kann er überhaupt Thumbs erstellen? Viele Leute kommen an und sagen, mein BMP wird nicht in einem Thumb erstellt. Sagt man, ja, BMP ist, darfst du eigentlich gar nicht nutzen im Web. Dann machst du schon was falsch. Naja, gut. Und jetzt mal so, nur mal zu zeigen, wie das so aussieht. Na, lass mich nicht im Stich, jawohl. Man kann jetzt hier schön das einfach so auswählen, was man für Bilder hat. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, ja, ich nehme jetzt mal das Bild und ja, dass jetzt der Feedback kommt, dass das Bild ausgewählt ist, das ist noch nicht optimal, das gebe ich zu. Kann man jetzt einfach das Bild hier auswählen und jetzt sind die Bilder da. Ja. Und jetzt kann ich auch sagen, nö, das Bild fand ich blöd, das will ich doch nicht haben. Und ich kann aber auch sagen, was ist denn das überhaupt für ein Bild? Ich kann sich das angucken und kann das hier schön verändern. Ja, sieht nicht nach Säge aus, richtig. Um das Ganze noch zu vereinfachen, wie gesagt, ich hatte so einen Menschen mit 5000 Bildern, haben wir hier einen Knopf noch geschaffen, der ist jetzt hier nicht drin, aber der ist hier im Shop unter Media Files. Das ist der Synchronize Media to Virtual Button. Und da ist der Vorteil, dass man kann einfach 10.000 Bilder hochladen in seiner Austauschstruktur, die man selber auf seinem Rechner hat. Ja, weil der verkauft nämlich Bilder von Flugzeugen und der hat ungefähr 100 Mal das Bild Tante Ju. Er hat das aber immer von verschiedenen Fotografen und, ne, und hat natürlich die Bilder alle von nach Fotograf und Künstler und so weiter geordnet. So, und wenn man einfach den Knopf drückt, dann werden einfach alle Bilder in die Datenbank reingepackt und synchronisiert. Man kann sozusagen gleich loslegen. Das heißt, derjenige, der wirklich viele Produkte und viele Bilder hat, der fässt die sozusagen gar nicht einzeln an. Der lädt die alle in der Reihe hoch. Das ist so unsere Idee. Mal kurz gucken, was sagt die? 11.14 Uhr. Das wird knapp. Naja, gut, dann beeile ich mich mal ein bisschen. Das habe ich ja schon kurz erzählt mit den Plugin-Systemen. Installiere in Joomla, ganz normal, konfiguriere sie in VirtualMart. Das ist eigentlich der ganze Trick. Und da kann man auch schön reinfallen. Wie ich gesagt habe, woher weiß ich denn das mit dem Access 0 und 1? Warum bin ich denn darauf reingefallen? Ja, wir haben All-in-One-Installer gemacht. Und All-in-One-Installer hat bei Joomla 1.7 alle
Modul, alle Plugins auf Registered gesetzt. Und dann plötzlich konnte man immer nur noch Plugins auswählen, also nur noch Payment und Shipment auswählen, wenn man angemeldet war. Na klar, weil wir eben das Joomla-System benutzen. Das hat eben die Vorteile, dass man eben solche Sachen einfach ab- und ausschalten kann und das so. Nur die Konfigurierung, nur die Konfiguration, die läuft sozusagen direkt über VirtualMod. Und das macht es einfacher, macht es auch einfacher für Programmierer. Haben wir auch keine eigene Sache zu unterstützen, eigenen Installer oder Sachen. Das alles macht es einfacher. Ja. Dann haben wir nochmal hier zum Calculator. Also der macht alles. Der zeigt die Dinge an, der rechnet es aus, der macht auch immer gleich 10 Preise ausrechnen, ja, weil alle wollen was anderes haben. Die einen wollen es mit Mehrwertsteuer, die anderen mit Mehrwertsteuer, die anderen wollen sehen, wie viel sie sparen, die anderen wollen sehen, na, es gibt immer alles möglich. Deswegen haben wir das sozusagen hier so gemacht. Und das Schönste ist, man kann es per Shopper-Gruppe einstellen. Das heißt, man hat eine Shopper-Gruppe, B2B-Kunden, Business-to-Business. Und denen zeigt man natürlich dann die ganzen Sachen ohne Text und so weiter. Ja? Kann man schön machen. So, das Multicurrency-System, wie funktioniert das? Hat ein bisschen gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Und das funktioniert eigentlich immer so. Alles, was Currency hat, Regeln, Produkte und der Verkäufer selber und so, wird erst alles immer in die Shop-Currency umgerechnet, die Shop-Währung, und danach wieder zurück in die Währung dessen, der sie ansieht. Also das ist ein Shop zum Beispiel geplant für, jemand, der hat einen Shop in der Schweiz, der kauft die Sachen in den USA, der verkauft sie an sich in Franken, aber die meisten Kunden sind natürlich Euronen, sind wir Europäer, und wir wollen natürlich einen Euro zahlen und das auch einen Euro sehen. Ja, und das geht jetzt. Das geht jetzt richtig. Das ging vorher nicht. Nicht so richtig, anständig. So, und was für Kalkulationsregeln gibt es denn so? Also wir haben natürlich Discount, ja, also Preisnachlässe, Steuern, Zölle, Profit und Kommission. Da sind wir gerade, das jetzt sozusagen einzubauen, beziehungsweise das ist schon drin, aber ich will das mit einem schönen Plugin machen. Weil gerade Profit- und Kommissionsberechnung, da hat jeder seine eigenen Dinger und verrückte Sachen. Ja. Das ist sozusagen, das wollte man machen, wenn alles läuft, so damit für die Feine. Jetzt nur mal ganz kurz Schnelldemo machen, nur damit man mal sieht, wie das jetzt so aussieht. Also es sind so Kleinigkeiten, die wir so eingebaut haben. Man kann das jetzt hier so wegschieben, wenn man auf irgendwelche Tabs geht, dann bleiben die Tabs erhalten, weil es jetzt alles mit jQuery läuft, ja. Das ist ja alles ein ganz anderes Ding. So. Das ist jetzt, hier können wir so kann man so eine Tax-Regel dann bauen, kann man sagen, wofür, welche Produktkategorie, für welche Shoppergruppe, also dieses also Preisnachlass pro Shoppergruppe, das geht alles immer von einem System aus und nicht wie früher über VirtualMart, da war der Preisnachlass für die Shoppergruppe unter den Shoppergruppen und da war dann der Preisnachlass pro Kategorie unter den Kategorien und das war immer alles irgendwo anders und hier ist es immer im gleichen View und es ist immer sozusagen klar überschaubar. So, ich kann gerne, also, na, mache ich danach jetzt. Das Template-System. Da hat uns einer gestern vor 3-4 Tagen im Forum angeschrieben, hier, HTML5, das und das und das, macht das doch so und so, bla bla bla. Und das würde ich gerne ändern und. Und jetzt habe ich dem eigentlich versagt zu erklären, naja, er kann das doch alles machen in seinen Layouts. Wenn was fehlt, können wir es ihm nachliefern. Man kann eben das Layout, also das Template für den Shop selber ändern. Anders als Joomla. Man kann das Layout für die Homepage ändern, man kann das Standard-Layout für die Kategorien ändern, man kann das Standard-Layout für die Produktdetails ändern. Und man kann das immer wieder auch noch überschreiben. Also man kann das Standard-Layout für die Kategorien überschreiben, in der Kategorie selbst, und das Standard-Layout für die Produkte und für die sogenannte Flypage, das kann man alles überschreiben. Und es funktioniert alles im Joomla-System. Und es ist sozusagen für die Template-Maker wie von U-Theme oder von Yalari, wie heißen die? Die Vietnamesen. Jumlaat, genau. Da hat auch einer, das ist witzig, also ein ehemaliger Teammitglied von VirtualMart ist von denen abgezogen worden. Also bei uns ganz gut was gelernt hat, anscheinend. Keine Ahnung, weiß nicht.
kann man alles überschreiben. Mache ich auch noch eine kleine Demo dazu. Und noch kurz zum Card. Ich habe das ja schon angesagt. Also viele Leute, also so stand es im Code. Da wurde der Checkout als ein Objekt betrachtet. Wir machen jetzt den Checkout. Und dann war das wie so eine Kiste und dann hat man da was reingeschmissen und immer geguckt und immer irgendwelche Stages aufgerufen. Und ich habe mir gesagt, wieso betrachten die das als einen View? Als etwas, wo man drauf guckt. Für mich ist der Checkout ein Prozess. Und nichts anderes. Und der Checkout ruft, je nachdem, was fehlt, Views auf. Und so haben wir das ganze Ding umgemodelt. Also der Checkout in Virtual Mod 2 ist so, dass man alles einzeln erreichen kann. Man kann es einfach anklicken und umschreiben. Man kann aber auch sagen, ich habe keine Ahnung, ich drücke hier einfach auf den Checkout-Knopf und dann führt er einen da durch. Aber man kann das selber wählen. Man muss nicht durchgeführt werden. Und die Dropout-Quote bei Virtual Mod 1 liegt bei ungefähr 50%. Wenn die Leute merken, sie müssen immer durch diese vier Schritte, egal ob sie hier schon mal waren oder nicht und nicht. Sie müssen immer durch die vier Schritte, das macht einen wahnsinnig. Ja. Was man auch merkt, ist, dass viele Shopbetreiber immer noch vor 10 Jahren sind, wo die Leute das für das Internet neu war. Sonst ist das Internet nicht mehr neu. Also immer diese Frage, wollen Sie registrierter oder nicht registrierter Kunde, das muss intuitiver laufen. Das ist unsere Idee. Die Leute einfach auf registrieren oder safe drücken können. Wenn sie auf safe drücken, sind sie anonym. Wenn sie auf registrieren drücken, haben sie sich gleich registriert. Ich meine, 80-90% der Leute im Internet wissen inzwischen solche Dinge. Das ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren, wo die immer völlig überfordert waren. Und im Gegenteil, jetzt sind sie eher, wieso bevormündet der mich? Wieso fragt der mich so doof? Warum mache ich schon wieder einen extra Schritt? Ja, wir wollen versuchen, das sozusagen schneller zu machen. So, und dann haben wir jetzt hier noch diese abgefahrenen Produkt-Custom-Fields. Also die sind wirklich was völlig Abgefahrenes. Das hat mein Mechaniker-Kollege entwickelt, ja. Also damit ist wirklich extremst viel möglich. Es ist noch nicht perfekt ausgereift, das geben wir zu. Das mit dem Inventar funktioniert noch nicht hundertprozentig, wie wir das wollen. Wir wollen auch noch eine schöne Demo schreiben, aber an sich ist damit möglich, dieser Computerkonfigurator wie bei Dell. Dass man sagt, hier Computerhauptgruppe hat die und die Motherboard und dann kann man sagen, nö, ich will aber eine andere Harddisk haben. Nö, ich will hier das CD-ROM-Laufwerk. Nee, ich will das und dass man da alles ändern kann. Das ist jetzt schon, kann man schon einprogrammieren, kann man schon machen. Funktioniert noch nicht perfekt reibungsfrei momentan. Ja, noch, aber wir sind schon sozusagen sehr, sehr nahe dran. Man kann sozusagen damit schon rumspielen und kann uns dann sagen, da ist noch ein Fehler und da ist noch ein Fehler. Soweit ist es schon mal. Wir machen noch kurz eine Kurzdemo, um mal ein bisschen zu zeigen, wie das mit dem Template-System läuft. Also, ne, das ist ein Rechner für 300 Euro, gell? Das ist kein Rechner für 1000 Euro und ich glaube, Magento wird hier noch nicht einmal starten, ganz ehrlich gesagt. Ja, also hier, das ist jetzt mal ein Gentry-Template einfach mal draufgeschmissen. Das ist Template, das Gentry-Template läuft auf dem Form 2, das ging ganz flott, das ging ja von 5 Minuten. So, und jetzt machen wir mal, sagen wir mal, wie das so aussieht, wenn der jetzt einfach mal das Template wechselt. Das ist natürlich interessant. Könnte man jetzt sozusagen für die Sommerkleidung ein eigenes Template machen, für die Winterkleidung ein eigenes Template machen. Und man merkt auch, dass der mit dem Template zum Beispiel doch relativ flott ist, finde ich. Also für so eine kleine Kiste finde ich das eigentlich ganz gut. Und hier haben wir auch dieses Multiprodukt, wo man hier sagen kann, ach, jetzt wähle ich mal was anderes aus. Tut auch gleich die Preise oben wechseln, ne? Macht alles schön. Und ich sage, ich will jetzt doch mal eine Schaufel haben. Also man sieht, das ist echt nur ein Produkt jetzt für Programmierer sozusagen, damit wir was haben. Das ist natürlich, kein Mensch kauft so eine Kreissäge hier eine Schaufel dazu, ja. Aber so ist es sozusagen prinzipiell immer die Idee, damit ihr mal sehen könnt, was so geht. Und dann hatte ich noch irgendwo ein Review gespeichert, damit man sieht. Ein Review-System haben wir auch. Ah ja, hier kann man auch jetzt zum Beispiel die Currency mal ändern, nur mal damit man das sieht. Wenn wir jetzt hier haben wir den Euro, jetzt drücke ich den Pfund. Das dauert ein bisschen länger jetzt. So, dann seht ihr, vorher waren die Euro dahinter, jetzt stehen die Pfund davor. Und das kann man auch alles schön im
Ding umändern. Ja, warte mal, ich mach's so. Nein, jetzt habe ich die falsche Seite geöffnet. Falsche Seite geschlossen. Shit. Wie komme ich wieder zurück? Da kommen wir ja. Ist egal. Nehme ich mal eben das. Geh ich mal ein bisschen durch. Ja, der stimmt jetzt, da steht jetzt drunter Griechenland, aber ich habe eh, wie gesagt, ich habe die Hälfte übersetzt und habe es dann aufgegeben. Haben gesagt, komm, das ist. Hä? Was? Ins Griechische? Nein, 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 ins Deutsche. Ich habe die Hälfte davon ins Deutsche übersetzt und habe dann einfach aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das ist einfach. Ja, das ist komisch, das ist aber auch so. Ich meine, ich war völlig überrascht, als ich dann das mal auf Deutsch gesehen habe, zum Warenkorb. Ich habe mich weggelacht, ja. Das versteht man ja schon fast gar nicht mehr. Ich denke mir, welcher Korb? So, aber gut. So, was soll ich noch zeigen? Ach ja, genau, wir haben jetzt die Zukunftsgeschichte so. Wie soll das so weitergehen? Also, wir haben jetzt ja zwei Hauptinstaller, einmal den Installer für die ganzen Module, Plugins und Produkte und einmal den Core-Installer. Und wir wollen erstmal versuchen, diese beiden Release-Circle zu trennen nach der Final, dass die Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich habe ein neues Modul geschrieben, hey, ich habe ein neues Plugin geschrieben, könnt ihr das da nicht in euren All-in-One-Installer reinpacken? Sagen wir, ja, pack mal rein, fertig, neues, rauslassen, fertig und nicht lang rummachen. Also diese Entwicklungszeiten von VirtualByte 1, die sind furchtbar. Das wollen wir ganz komplett ändern. Also wir wollen, wie gesagt, versuchen alle 2-3 Monate ein neues Release zu machen, dass es alles ein bisschen schneller geht. Und da sind wir jetzt sozusagen dabei, das schön zu schreiben. Also dass man Installer schnell bauen kann und dass das halt alles so durch ein Quality Management geht und so weiter. Man muss aber gleich gerade sagen, also diese RCs, die wir momentan sehen, wir wissen, dass sie Fehler haben, ja. Aber wir sagen uns, wir müssen sie trotzdem rauslassen, weil es gibt genug Leute, die fangen jetzt eben schon an, Templates zu bauen. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, naja, aber das habt ihr völlig vergessen. Und dann merkt man, stimmt, das haben wir völlig vergessen. Das hat keiner von uns im Team gebraucht, also hat es keiner geschrieben. Ganz einfach. Aber danach sagt einer, hey, das habt ihr vergessen, sagen wir, ja stimmt, das muss drin sein, sonst macht es ja keinen Spaß. Deswegen haben wir jetzt auch diesen kurzen Release-Cycle, haben ja manche Leute gemerkt, vielleicht, wenn sie mal verfolgt haben, da kam dann plötzlich alle drei, vier Tage eine neue Version raus. Dann kam aber plötzlich 3 Wochen wieder nichts, dann kommt plötzlich wieder 2-3 Tage. Also die nächste Version kommt schon wieder Montag, Dienstag, kann ich euch schon sagen. Also die wird schon wieder geschrieben. Ja? Also wir wollen das ein bisschen beschleunigen. Und was so in Zukunft so drin ist, ja, ist mehr Plugins für Calculation. Quantity-based Discounts, es gibt auch so progressive Discounts, die gehen am Anfang schnell hoch und werden immer langsamer. Den habe ich nämlich gebraucht. Ja, das wollen wir zum Beispiel als, das sind so Sachen, wie wollen wir dann eigentlich jetzt sozusagen auch die Entwicklung dauerhaft stabil vorantreiben. Wir wollen dann zum Beispiel eben so ein Plugin dann für 30 Euro verkaufen. Und zwar mit VirtualByte 2 auf shop.virtualbyte.net. Das heißt, wir probieren und nutzen unsere Software selbst aus. Das ist natürlich ein guter Indikator. Und eigentlich ist die Final dann, wenn wir das schon 2-3 Wochen in unserem Store benutzen, dann werden wir wahrscheinlich erst die Final rauslassen und gar nicht früher. Weil wir sagen, die Qualität muss wichtig sein. Das ist wichtig. Und deswegen machen wir lieber ein paar mehr Pre-Releases und ein paar mehr FCDX-Nummern dran, bevor wir etwas, was aus unserer Sicht nicht wirklich fertig und nicht sicher ist, als Final rauslassen. Ja. Wird es denn schlimmer Auge die Final geben? Weil ich sag mal, am letzten Juna Day hat ja der Sören den Vortrag über VirtualByte 2 gehalten. Das war vor 2 Jahren. Damals wollten wir auch nicht VirtualByte 2 schreiben. Das war so ein Projekt von Thomas und vom Sören selbst. Und wir wollten eigentlich nur VirtualByte 1 im Model View Kontrollsystem umschreiben. Und dann sind wir immer wieder in neue Dinge reingestolpert. Und haben irgendwann mal beschlossen, nee, das macht keinen Sinn. Wir machen das ganze Ding jetzt komplett tabula rasa. Was eigentlich viel eher, also wenn du mich darauf ansprechst, dann musst du eigentlich sagen, an JM Beyond habe ich gesagt Juli. Okay, gebe ich zu. Aber da kam eben J1.7 raus. Und
dass wir auch plötzlich so viel ändern mussten. Also das war wirklich grausam. Also die zwingen uns ja, das Framework zu verlassen momentan. Also wir können gar nichts dagegen machen. Wir versuchen immer sozusagen beim Framework zu bleiben, aber es geht gar nicht. Also schätz mal ganz grob. Also ich gehe davon aus, dass wir in 4 Wochen online gehen mit dem Virtual 2. Also weil wir haben jetzt zum Beispiel mal eine Version rausgelassen, wo dann mal einen Tag lang kein Fehler kam. Und wir haben es gesagt, so, das ist schon mal gut. Ja, also wir sind jetzt an den letzten Dingern am Rummachen. Zum Beispiel habe ich meinen Vortrag im Auto ausprobiert, da ging Add to Cart und das nicht. Warum nicht? Ja, wir haben die jQuery von Google benutzt und die geht natürlich offline nicht. Und das sind halt immer momentan so diese kleinen Fehler, an denen wir jetzt sind. Also jetzt sind wir wirklich an den ganz kleinen Fehlern, und wenn jemand Virtual zum Beispiel als Katalog benutzen will oder sagt, ich tue da eh nur per Nachname liefern und habe nur 3 Produkte, dann kann das eigentlich jetzt schon benutzen, ja. Also wir bieten ja auch viel mehr. Also wir haben jetzt mehrere Bilder. Wir haben, also ne, das ist Standard. Es gibt so viele neue Sachen, die jetzt Standard sind, die man früher sich eigentlich dazu kaufen musste oder die gar nicht gingen oder nur mit viel, viel, viel Aufwand. Ich bin eigentlich schon ganz, jetzt, also ich sag, muss ehrlich zugeben, seit Dienstag bin ich zufrieden. Also am Montag war ich noch richtig verärgert. Da sind wir noch über so Joomla 1.7 Fehler gestolpert. Die waren wirklich, wie gesagt, tauschen die einfach die 0 und die 1 aus. Warum? Da kommt man ja nicht drauf, ja. Macht man die ewig rum, wenn die sich irgendwie nicht an die Standards halten. Und dann muss man ständig vom Framework weg. Wie sieht es denn aus in den Produktdetails? Gibt es da sowas wie Videomöglichkeiten einzubinden? Jetzt noch nicht. Aber es gibt ja eben diesen abstrakten Mediahändler. Und dann muss man einfach statt einem Image einfach ein Videoding schreiben. Dann geht es. Also das ist geplant, auf jeden Fall. Ja. Also was jetzt aus meiner persönlichen Perspektive als nächstes dran ist, ist ein Download-Able-Plugin. Ist auch so ein Ding. Wir betrachten die Download-Ables als Shipment-Methode. Weil das ist der Unterschied zwischen Paket und Runterladen. Es ist nur der Transport. Und deswegen betrachten wir das als Shipment-Methode, und das ist das Nächste, was wir eigentlich programmieren. Wir wollen also eigentlich nur noch die Shipment-Methode programmieren, die restlichen Bugs fixen und loslegen. Ja, das ist es. Also, ja, ich bin durch, oder? So ungefähr so. Also ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich wollte auch noch sagen, also ich bin morgen mit dem morgigen Tag ist es so, ich bin ja offiziell, habe ich jetzt ja keinen Slot oder irgendwas, aber wir können gerne irgendwas ausmachen, so ein Unconference-Day. Also wo ich jetzt wo wir einfach einen Workshop machen, 1-2 Stunden, wo die Leute, die sozusagen Virtual 2 schon installiert haben, sagen, hey, hier, wie habt ihr euch das gedacht und das gedacht und das gedacht? Weil viele der Fragen momentan im Forum, also ungefähr die Fragen seit Dienstag, sind meistens immer, dass die Leute nicht verstanden haben, wie wir es uns gedacht haben und dann über Sachen stolpern, weil sie es aus Virtual 1 ganz anders kennen. Ja? Das gibt es halt auch immer das Problem, dass die Leute es aus Virtual 1 ganz anders kennen, gehen mit der alten Einstellung rein und verlaufen natürlich nur gegen Wände, ja, weil wir es ja geändert haben, weil wir es ja... Ja, und wenn man dann das neue System kennt, dann sagt man, ach nee, das ist eigentlich super, ja. Aber das ist halt, muss man oft erst den Leuten zeigen. Also wie gesagt, ist da morgen Interesse dran, dann können wir was ausmachen. Du nicht da, da Interesse, da hinten Interesse, dort Interesse. Okay, dann treffen wir uns danach da draußen und dann machen wir irgendwie eine Zeit aus oder so. Wir haben übrigens auch einen Raum mehr, als wir eigentlich brauchen. Wir ja. haben ja immer drei Tracks sozusagen und wir haben aber 4 Räume. Das super. Heißt, wenn es irgendwie sich aus so einer Runde heraus in die Gesprächsbedarf, also dass 5-6 Leute sich einfach zusammensetzen wollen, einfach Bescheid sagen, da neben den Essenssachen ist noch ein weiterer Raum, kann man sowas spontan eben auch machen. Super, genau, machen wir. Richtig, ne, für andere. Ne? Ganz flexibel. Wie sieht es denn mit der Mehrsprachigkeit aus? Läuft schon, komplett. Bitte? Also wir hatten eine Anfrage von einem Kunden, Multidomain, Multilanguage, und wir haben es aus Spaß nur gemacht. Und mein Mechaniker-Kollege, der ist echt der Knüller. Der hat in 2 Stunden hat er dieses, vom Alexander Kempkens, Joomfish, so gemacht, dass es schon läuft. Also über Joomfish geht das. Genau. Also das war jetzt sozusagen Joomfish, einmal diese ja. XML-Datei anpassen von Joomfish und lief. Und läuft jetzt schon. Sofort. Mit Joom, meinst du, wie sieht es mit Doku aus? Mit der Doku? Dokumentation, ja. Also zum Beispiel diese. Es gibt ein Buch, das ist schon fertig. Als Buch, leider nur auf Französisch. Kommt vermutlich im Oktober raus. Ja,
das liegt daran, dass die Autorin auch selber im Team ist und deswegen ganz up to date ist. Aber hier ist auch noch ein anderer Autor, der sitzt hier gerade hier vorne und der wird jetzt auch loslegen. Und es gibt auch schon einiges im Wiki. Also es ist oft so, dass viele Leute immer Sachen fragen, wo ich einfach nur noch den Wikipedia-Link poste und da ist es eigentlich schon erklärt. Es ist also, gibt schon einiges. Und das Forum, das wird schon mal zwei Forum, ist vielleicht auch Leuten aufgefallen, ist ein bisschen aufgeräumter und ein bisschen härter moderiert. Das mache nämlich ich. Wenn mir was nicht passt, dann verschiebe ich es und lösche ich es gleich, weil das ist die alte Geschichte. Kommt man auf eine Party und da ist schon alles eingesaut, dann benimmt man sich auch dementsprechend. Kommt man auf eine Party und alles ist ganz spiegelblatt sauber, dann denkt man sich, oh, was ist das für eine Party? Ich muss mich hier benehmen, glaube ich. Ja, das kennt man ja. Und so machen wir es mit dem Forum, versuchen wir es auch. Ja, ich habe eine Frage zu den Kinderprodukten. Das ist ja eigentlich immer ein ständiger Stein des Anstoßes gewesen. Insbesondere bei Kunden, die jetzt viele Varianten haben, zum Beispiel Größe, Farbe, sonst was, war es ja nicht möglich, da mehrere Dropdowns zu machen. Man kann mehrere Dropdowns machen, geht. Man kann Produkte dazufügen und gar nichts dazufügen. Also Multiprodukte geht. Multivariant geht und es geht sogar in der Theorie so, dass man ein T-Shirt präsentiert und im Lager 50 T-Shirts hat. Und je nachdem, was man dort auswählt, sucht er dann auch richtig, das ist das mit den Schaltprodukten, was viele nicht verstehen. Wir sagen, jede Variante, die in einem Inventar ist, ist auch in der Realität ein echtes Produkt. Also sollte das ein Schaltprodukt sein des Hauptprodukts. Gut, so mache ich das ja im Moment auch, aber dann hat man halt diese langen Dropdown-Listen, wo Größe S, Farbe, Rot, sonst was. Naja, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber mein Mechaniker-Freak-Kollege da, der hat schon Dropdowns geschrieben, der hat jetzt echt drauf. Der hat schon Dropdowns geschrieben, die wollen wir aber verkaufen, weil wir müssen ja auch irgendwie so ein bisschen hier die Entwicklung stabilisieren und dass es nicht wieder passiert wie bei Virtual 1, dass plötzlich zwei Jahre nichts passiert. Dass man dann einfach beim Dropdown oben die Suche hat, also da gibt es dann einfach ein Suchfeld, direkt im Dropdown und schreibt man einfach rein und dann, zack, findet man sofort. Also das wollen wir auch machen, also das haben wir jetzt schon für die Medien gemacht und wir wollen das halt noch machen für Länder und für solche Sachen. Und im Backend, wie ist es da mit der Eingabe? Das ist ja auch sehr, sehr zeitraubend. Das ist das, wo ich gerade gemeint habe, deswegen mit den Varianten, da sind wir selber noch nicht so ganz zufrieden, weil eben die Eingabe noch nicht so nett ist. Das ist alles momentan so, das ist schon wieder fast wie Programmieren mit GUI, habe ich das Gefühl, muss ich ehrlich zugeben. Da sind wir auch dran, also das wollen wir auch verbessern, auf jeden Fall. Aber jetzt ist auch wiederum wichtig, wie viele Leute benutzen Varianten? 20% vielleicht. Ja? Also ist es erstmal wichtiger, es ohne Varianten laufen zu lassen, dass es schön stabil wird und dann stürzen wir uns auf die Varianten. Okay. Wir wollen es eigentlich über das neue Language-System von Joomla machen. Das Ding ist aber so, man muss ja auch wissen, dass sie von, ich glaube, von Joomfish mit Joomla 1.7 zusammenarbeiten. Also die tun eigentlich ihr System native implementieren. So muss man das sehen. Das ist eigentlich nicht neu, sondern Joomfish hat sich durchgesetzt und implementiert sich jetzt nativ in Joomla 1.7. So ist es developer-politisch betrachtet, würde ich mal sagen. Also, naja, da bin ich jetzt nicht so sicher. Also das haben wir jetzt nicht selbst ausprobiert. Aber es ist an sich so, wir benutzen das ganze normale Joomla-System. Das ganz normale Joomla-Language-System. Und wir haben auch keine eigenen Language-Sprachdateien mehr. Ja, und könnt ihr auch im Forum lesen, gibt es ja auch immer Probleme mit dieser Sprache. Und es ist wirklich verrückt. Ich habe den Fehler nicht, ich korrigiere den Fehler, hat einen Tester, der den Fehler nicht hatte, hat auch plötzlich den Fehler, aber der im Forum nicht mehr. Aber das ist eine der Sachen, wo man wirklich Joomla 1.7 verteidigen muss, dass die Sprachendateien so plötzlich so unangenehm sind, wieder zu bearbeiten und dass jeder kleine Fehler gleich zum Absturz führt der Sprachdatei, liegt daran, dass die Sprachdateien jetzt 10-mal schneller gelesen werden, weil man eben PHP-native Methoden benutzt und es nicht mehr mit PHP selber parst, was ewig langsam ist. Und das ist eine Sache, eine Neuerung bei Joomla 1.7, wo ich sage, der meckert man erstmal drüber, guckt man auf den Hintergrund, sagt man, okay, haben Sie recht, besser so. Besser so, weil ich sage immer, als Programmierer soll man nicht faul sein. Also, da sind wir halt gerade am Kämpfen, klar. Also ein kleiner Fehler bei den 10.000 Zeilen, das geht immer ganz flott.
einmal ein Semikolon, einmal ein Apostroph falsch, einmal zack und schon geht's nicht mehr. Das ist echt, das ist hart. Aber gut, da müssen wir durch. Werden wir schaffen. Gut, sind wir fertig?